Und dann werden morgen vielleicht gleich unsere Felder bestellt. Ja. Aber erst schaue ich mal. Ja, die Zombies von gestern sind natürlich noch da. Also ich finde, das Feuer im neuen Mieser sieht echt extrem cool aus. Ja, das Photorealism. Ja, da sieht's auch cool aus. Das Feuer, habe ich ehrlich gesagt, wo sehen wir denn hier Feuer? Ja, vorhin habe ich Zombies eben brennen gesehen. Ich gehe mal die Felder. Also, na, erstmal, wir brauchen ja. Wo haben wir denn Eisen, Andi? Ich habe 10 Eisenohr dabei und im alten Haus. Oh mein Gott! Wo? Ich hab's nur gehört. Nahe dem. Na, Glück gehabt. Aber der Kollateralschaden hält sich in Grenzen. Egal. Ist. Ihr wisst, was ihr meint. Nix kaputt. Genau. Wir haben es versucht mit Fremdwörtern, hat nicht geklappt. Genau. Ich räume mal ein bisschen die alte Kiste aus. Okay. Was brauchst du, Eisen? Ach so, für einen Eimer. Für einen Eimer. Ich hau hier glatt noch mal so ein Ding rein. Boah, haben wir jetzt ordentlich Glas. Boah, aber hier ist jetzt alles so geil bewaldet, wenn man sich mal überlegt, dass da vorher gar kein einziger Baum stand. Wald war, ja. Stand wirklich nichts. Also Glas haben wir jetzt auch ein bisschen, das ist vorrätig. Und Holz haben wir auch noch 64 Baumstämme. Ich glaube, ich muss noch mal Kabelholz abbauen. Kabelholz, ja. Super, Andi. Und ich hole mir dieses braune Schaf. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Übrigens, Olli, du bist doch der immer up-to-date in Minecraft. Ich war in einem Singleplayer, schon ein Weilchen her, in einer Höhle. Ja. Und bist gestorben. Spawnen um mich herum lauter pinke, gelbe Schafe und so. Das war ein Bug. Also pinke Schafe gibt's, gelbe Schafe, ich weiß nicht, ob es gelbe Schafe gibt. Okay, es weiß nicht, ob es gelbe waren, aber es waren pinke und braune und mitten in der Höhle und dann sind sie alle in Lava reingelaufen und waren tot. Und dann habe ich mir gedacht, ob ich mir das erst so eingebildet habe. Aber eigentlich bin ich mir fast sicher, dass das passiert ist. Also, sorry, ich habe keinen Plan. Okay, vielleicht werde ich das mal googeln. Ja, mach das mal. Ich war nämlich echt, ich war geschockt schon fast. So, dann gehe ich mal Wasser holen. Das ist irgendwie unsymmetrisch, Olli. Symmetrisch. Symmetrisch. Doch, das ist symmetrisch. Das ist nicht symmetrisch. Doch, das ist symmetrisch. Hier haben wir Dreh, dann sind hier Dreh. Willst du denn eine Vierfachtür machen, oder wie? Was? Nein, mach doch... Warum eine Vierfachtür? Mach doch auf jeder Seite noch eins weg, dann haben wir eine Doppeltür. Jö, aber dann geht es mit der Treppe nicht. Hä? Der Brücke. Doch. Oh Mann, von Fernem sieht es schon geil aus. Also. Aber irgendwie unser Bauernhaus sieht irgendwie noch zu sehr wie ein Klotz aus. Ist ja auch noch lange nicht fertig. Ja, da muss man irgendwie noch einen Balkon und ein Dach und keine Ahnung. Ah, genau. Balkon und Dach ist immer gut. So, und was machen wir jetzt?
Das ist jetzt echt ein bisschen unsymmetrisch. Das Haus? Ach, Andi, was hast du? Was? Jetzt ist es symmetrisch. Nein, vorhin war es symmetrisch. Ja, hier war es auch nicht symmetrisch. Das warst du. Da habe ich schon repariert. Repariert, ja. Jetzt muss man noch. Mit was baut man die Steintreppen ab? Aber ich bin so doof. Steintreppen. Ich schätze mal mit einer Spitzhacke. Ja. Ach, das ist ja braune Wolle, ist ja gar kein Dreck. Ah, stimmt, das Teil ist unsymmetrisch von schon von Haus aus. Da müssen wir. Nee, wir müssen nicht. Dann ist es halt. Dann ist es halt jetzt mal unsymmetrisch. Na und? Scheiß drauf. Könnt uns mal. Genau, fickt's euch alle. Fail. Warum haben wir hier keine Workbench? Wo? Hier oben. Wo ist hier oben? Ja, hier oben ist hier oben. Ja, okay. Dann weiß ich nicht, wo du bist. Ist egal. So da und dann jetzt, was wollte ich machen? Treppe, ich habe nicht genügend Stein. Ach, fickt euch doch. Ich hätte 18 Stein. Nee, ich baue es ab, ist egal. Bin jetzt gerade dabei. Ich baue ab. In meiner Cobblestone-Höhle. Irgendwie sind wir alle so, bin ich irgendwie so einfallslos in Minecraft. Ich versuche das jetzt irgendwie symmetrisch hinzukriegen. Mach das. Will ich jetzt den Brunnen zwar wieder wegmachen, aber. So, jetzt ist hier eine mittige Doppeltür. Ist sie auch symmetrisch zur anderen, da wo die Türen kommen soll? Hab ich gerade gemacht, so jetzt muss ich nur noch die. Ja, was symmetrisch, da habe ich schon symmetrisch gemacht. Ja gut, genau, super. Ja, jetzt ist das Feld halt nicht dazu symmetrisch. Ach. Das ist jetzt egal, oder? Das ist doch Happy Cola. Nein, ich mach's doch so, wie es vorhin war. Echt? Ich weiß, das kriegen wir sonst nicht symmetrisch hin. Außer wir bauen hier noch kilometerweit an auf. Ach komm, wir bauen einfach an. Scheiß doch drauf, wir bauen an. So. Jetzt reicht's mir. Jetzt. Wo willst du anbauen? Warte, wir müssen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 und dann der Zaun. Hier haben wir 1. 2, 3, 4 und hier müsste dann da, wo ich jetzt hier Sand habe, da muss dann der Zaun sein auf der Höhe. Bedeutet den ganzen Zaun nochmal abbauen hier. Okay, zücken wir die Schwerter. Oder zück du mal die Schwerter, ich baue an. Ja. Mit 18 Erde wird es bestimmt hinhauen. Ich hab auch nochmal 18 Erde. Hinter dir ist eine Spinne. Na und? Am Tag sind die friedlich. Aber in der Nacht tödlich. Ja. So. Brauchst du jetzt Erde noch? Ja. Ach scheiße, ich spring immer irgendwo runter. Hast du was zu futtern? Ja. Krieg ich mal bitte. Warte, ich gehe außen rum. Oder, oh, das ist ja scheiße. Hier kommen wir jetzt nicht mehr hoch durch den Creeper. Ich baue mich einfach mal mit Sand hoch. Ja, jetzt habe ich das ganze Zeug wieder eingesammelt. Ja, ich. Also. Erstmal
was zu essen. Und dein Dreck. Danke. So, Haus, ich werde gleich mein Schwert. Und es wird Nacht. Und wir gehen bitte einmal pennen. Ja, warte, ich mache hier noch den Zaun zu Ende. Das okay. So, hier ist Erde. Achso, das ist wieder eine, die man nicht einsammeln kann. Solo. So wollte ich eigentlich sagen. Okay, komm. Ja, Moment, dann mache ich jetzt noch. Nein. Ui, wir haben Ausblick auf den Mond, wie er aufgeht. Du musst kommen, gleich ist es vorbei. Ich weiß, ich kenne das. Geh pennen. Vom Bett aus sieht man's auch. Also jedenfalls von meinem. Von meinem auch. Gut. Ich schub's dir. Ich bin in dir. Dö, geil. Und wie bewässern wir die ganze Angelegenheit? Darum kümmere ich kümmere mich schon darum. Okay. Soll ich schon mal anfangen zu zäunen? Zäunen? Ja. Und uns fehlt immer noch ein bisschen Erde. Wir haben einen Erdmangel, dann gehe ich mal Erde farmen. Klingt scheiße, ist aber so. Ich hatte gerade Angst, dass wir gar nicht aufnehmen. Das wäre übel gewesen. Was hätten wir dann gemacht? Dann hätten wir auf Aufnahme gedrückt. Und entschuldigt. Ja. Und ich hätte dich bestimmt. Boah, das ist schon wieder eine Höhle. Und ich hätte die Schuld auf dich geschoben. Hat dich abgelenkt, oder? Wow, geil. Andi, wo zur Hölle bist du, Andi? Was soll ich jetzt machen? Wo bist du? Andi, wo bist du? Ja, meine Mutter ruft mich. Oh mein Gott, da muss ich kurz disconnecten. Ja, wenn man mal wieder wüsste, wo der Andi jetzt schon wieder reingefallen ist, dann wisst ihr manchmal, also ganz ehrlich, muss man sich schon wundern, was der Kerl eigentlich alles schafft.